Bioshock Folge 5, willkommen zurück in Rapture. Oh, ich gehe wieder. Quatsch. Ah, schön hier. Warum? Aber die Tage vergehen wie im Flug. Ich werde gleich sterben, aber... no risk, no fun, ne? Du siehst aus, als hättest du gerade eine schreckliche Nachricht erhalten. Die Todesstrafe in Rapture? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie hergekommen. Einen kleinen Moment, Schuldname. Die einzigen Menschen, die sind... Was? Okay. Eigentlich habe ich doch erst gespeichert. Dass der Hitler in die Ecke ist, brauche ich mir eigentlich nicht mal heilen. Da kann ich den ja eigentlich so. Tun wir mal ganz schnell hacken. Ganz schnell, also so ganz schnell sieht es nicht aus. Hoch. Über. Hoch. 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 Über. Das kostet nicht mehr so viel. Da gibt es bestimmt eine übelste Taktik, aber ich bin halt zu dumm für die Taktik. Ich weiß halt nicht. Müssen wir fast bauen, ich hab halt. Wahrscheinlich übelst dumm, was ich gerade mache, aber fuck it. Hatte ich jetzt. Ich hab ihn! Hey,
Oma schießt auf mich. Da unten, Alter, ist ja überhaupt nur unfair. Wo? Ah. Brauche ich nur einen finden? Da hinten. Alter, jetzt habe ich ganz schön was verloren. YOLO! So, rein hier. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lässt, ah. Oh. Oh. Das ist ja scheiße. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Ja. Ja, hier. Fick it. No. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Das hab ich doch schon. Und noch einen. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Das ist richtig geil. So. Erzeugt ein Köder. Extra 0. Alter, 80. Ne, 20, ja, ja. Gönn ich mir. Aha. Den Schraubenschlüsselschaden. Wenn du getroffen wirst, gibt es. Das ist gar nicht mal so dumm. Tempo-Hacker. Security-Expert. Kann man. Hacker-Stilite. Oh. Nein. Ah, schön, wenn man es jetzt schon ersetzen muss. Ne, wichtiger. So. Oh, lalalala. Ah, wir müssen da lang. Hier habe ich vorhin den Big Daddy gelegt. Ah, mein Herz. Telekinese? Elektroball. Den brauche ich doch. Ja. Was? Also, bupp. Dort, ach so. Ah, hier kann ich da. Ich bin so dumm. Oh, bin ich dumm. Ecken. Gott, wo sind wir denn? Da. Das wird es wahrscheinlich einfach verringern. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ah, fuck.
Das macht das. Jetzt muss ich das Auto-Hack machen. Okay. Ich bin gleich tot vor in der Sonne. Na, das. Jetzt weiß ich wenigstens, was die Dinger machen. Alarm auslösen. Alarm auslösen. Ja, aber kaum noch. Panzerbrechend. Nichts mehr. Kommt nur so voll damit. Ja, wenigstens. Nee, dich lebt er nicht. Eins nach oben. Jetzt brauche ich wieder eins um die Ecke. Alter, ist ja überhaupt nicht krank hier. Ja. Ist wie billig ja jetzt. Cool, wenn man die mitnehmen könnte. Ja, was? Ja. Ah, ich dachte, er stirbt ein bisschen eher, ne? Okay. Genetik. Oh. Ecken. Ecken. So, jetzt brauche ich noch eins langsam mal wieder ans rüber zu kommen. Ups. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ups. Ja, erfolgreich gehackt. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Okay. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Das habe ich vorhin nie gerafft, hier lang zu gehen, aber schön, dass sie herum fehlen.
haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Von Tens Fischer, naja, siehst du gerade, dass der bisschen grausam ist. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Warum? Warum? Was muss ich denn jetzt machen? Kein aktives Ziel? Warum habe ich jetzt ein ungutes Gefühl? Vielleicht deswegen. Geht's noch? Keine Ahnung, wo du bist. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Vorderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Oh. Hat das sogar funktioniert? Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Halb Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, wenn dir den Bauch aufschlitzt. Danke. Ich hab's immer noch nicht gerafft. Wie man damit ordentlich umgeht. Genau was? Nein. Will ich was? Das wird zu teuer, $16, Alter. Wo man hört mehr drüber lachen, hoffentlich. Kontaktmine. Wie tue ich die Kontaktmine setzen? Ich weiß, was du vorhast. Na, hallo? Hält das eigentlich lange an? Sollst du sehen, wie schwarz. Na, hallo. Ich habe ein Tagebuch vergessen.
einen Fontaine fertig machen oder Fontaine erwischt Ryan. Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 53. Auf den Boden! Auf den Boden! Du glaubst! Oh, was ist das? Mit Hilfe von Little Little können sie bei. Warum kann ich das denn hacken? Los, Big Daddy, lass mich durch. Lass mich durch! Alter! Ist das dein Ernst? Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu den. Ach, schade. Jetzt muss dies machen. Ah. Und die Sicherheitskamera ist jetzt eigentlich abgeschalten? Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen. Noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Ah. Oh, jetzt haben wir gelernt, dass das verfickte Alarme sind. Mach's erstmal ein bisschen langsamer. Oh, gerade, gerade, drüber, gerade, gerade. Okay, okay. So, ich will einfach, dass sie mich nicht mehr abknallen. Hier ganz schön wenig nach oben. Ich muss nach oben. Gerade. So. Gerade. Man sollte halt nicht dazwischen. Alter! Kann mir wenigstens helfen. Ich kann mir auch übrigens vorstellen, dass es nicht so geil wäre, auf der Konsole das zu machen. Nein, total falsch. Oh, einfach nur ein. Und, ja, guck mal, schnelle nehmen. Thank you.
Alter! Ist ja verrückt hier! Seid doch bekloppt, seid ihr doch! Hier lag was. Ich geh jetzt da auch rein. Ja, hier liegt was. Hier hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen was? Entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Achso, ich hab irgendwie falsch umgerechnet gerade. Bis nach oben. Ups. Ups. Oben. Oben. Quatsch. Ups. 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 Ja. Oh, Wärme suchend. Schön. Wollte. Ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen. Was? Ich glaube, die Folge geht schon wieder ein bisschen länger, oder? Kann das sein? Ich habe so auf die Uhr geguckt, habe es aber schon wieder vergessen. Was? Hallo. Limit erreicht? Alter. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil es in der Bibel steht. Er nimmt sicher keinen und schafft ihn. Jetzt machen wir ein paar Fotos von den Spinnenspleißern. Die brauche ich für meine Forschungen. Brauchst gar nicht anzutanzen. Das ist ja überhaupt nicht krank jetzt. Also, verpiss dich. Oh, wir sind dieses scheiß Tor zu. Wo muss ich denn hin? Na, da nicht, oder? Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Oh. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und kennen wir ja schon. Als ob nicht alle schon Was, die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Lass ihn schleunigst hier verschwinden. Hi! Ups. Geschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Wie kann ich denn jetzt? Fontaines Männer sind Schweine. Ach so. Sie spucken
Und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Oh nein. Aber das mal nicht gut ist jetzt. Ja, ich bin dabei. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Okay. Kinder tot, Freunde. Oh, das war dumm. Und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkannenladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Oh. Was? Habt ihr aber gar nicht so viel? Willkommen im Zirkus der Wirt. Ja. Überlange Folge, Freunde der Sonne. Geh mir nicht auf den Zeiger. Muss ich wirklich den Big Daddy umbringen oder was? Ist hier irgendwo. Alter! Wo ist denn jetzt dieser scheiß Big Daddy? Bin total falsch, oder? Kann das sein? Definitiv. Ah, ich würde trotzdem sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Die Folge ist schon viel zu lang. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.